Ich heiße euch herzlich willkommen zum Meisterdetektiv Pikachu. Dieses Spiel ist damals in Japan im Jahr 2016 für den 3DS erschienen und dann 2 Jahre später weltweit auch für uns. Wir haben, wie ich gerade angemerkt habe, ein 3DS-Spiel wieder vor uns. Das heißt, wir haben einen Top- und einen Bottom-Screen. Ich werde wieder versuchen, das so gut es geht zu präsentieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier den oberen, da den unteren. Und ich habe eine theoretische Weise auch Kombination von beiden. Jedoch wichtig anzumerken ist, um nochmal ganz kurz den oberen zu zeigen. Man sieht, da sind links und rechts ein paar schwarze Ränder. Es könnte also sein, dass hier noch ein paar Sachen nicht hundertprozentig funktionieren. Das werden wir gleich herausfinden, wie es genau aussieht, wenn wir dann wieder das beides zeigen. Nur was sagen, muss ich da gleich nochmal ein bisschen justieren. So, untere Screen sagt jetzt erstmal neues Spiel. Oh, wenn ich so mache, funktioniert das. Sehr schick. So soll das natürlich sein. Bitte wähle, ja. So, wenn du im einfachen Modus dieses Symbol berührst, erhältst du Hilfe, um in der Geschichte voranzukommen. Willst du im einfachen Modus beginnen? Du kannst den Modus innerhalb dieses Spielmodus nicht mehr ändern, oder nicht? This woman can understand me. Pika, 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 pika! That answers that question. So why can I understand them? Pika! Hey, get out of the road! Pika! Pika, 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 pika! This is the worst. There's gotta be someone out there who gets what I'm saying. It's been 2 months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. I'm gonna start by speaking with his friends and co-workers. Let's see. The Baker Detective Agency. Hey! What is this? Give that back. Are you okay? Walk that side. You got it. Come on. Wait. Hold it. Hey, I can't see. Hey, sucker. You're in red. Hold on to it. Easy for you to say, but I gotcha. Ow, 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 ow. My ears. That's me. Oh, sorry, old timer. Pikachu? You're stretching out my ears. Would you let me go? That was you talking? Could have been more gentle, setting me down. Sorry? Huh? Are you able to understand what I'm saying? Is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait, she didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, all right. What are you talking about? No, oh, the A-bomb, Pikachu, the necklace! Let's follow him. Are you ready? We can't just stand here while these ladies are in trouble. Wait, hold on a second. Was ist? Hast du etwa schon was vor? Ach ja, richtig, ich muss das ja mit Gamepad spielen. Mit dem 3DS meine ich natürlich.
Ja, aber das hier ist wichtiger. Außerdem bin ich noch früh dran und sollte es noch rechtzeitig zu meinem Termin schaffen. Alles klar. Wenn du nachher irgendwo hin musst, kann ich dich auch hinbringen. Dann mal los. Schnappen wir uns die Griffe und holen die Heizkette zurück. Let's go. Okay. Oh, wow. Nicht unbedingt das smoothste Movement, aber hey, gut. Ich kümmere mich um das Mädchen. Hol du bitte seine Seine? Okay, ja. Ich will meine Kette zurück. Warte einfach hier, ja? Ich bring dir deine Kette zurück. Okay, wichtig ist, und das wird jetzt lustig mit dem Controller gleichzeitig, wir haben bereits einen unteren Screen. Aber bisher behaupte ich einfach mal, der ist noch nicht so wichtig, beziehungsweise, dass wir natürlich trotzdem gucken können. Okay, also man kann hier nochmal nachlesen, was da gerade geschrieben worden oder gesagt worden ist. Okay, let's go, Pikachu. Let's go. Du hast sie auch gesehen. Ich habe versucht, sie zu fangen, aber sie sind mir entwischt. Let's go. Was haben die Schlinge überhaupt mitten in der Stadt verloren? Ja, das ist natürlich hier meines Erachtens wirklich ein cooler Aspekt. Verfolge die Griffe. So ein bisschen unsere Welt mit Pokémon gefüllt zu sehen. Oh, wenn er aufleuchtet, okay. That's not too bad, even with all the ketchup on it. Come on! Oh, they're quick. And now they've run for higher ground. Wow, they're going all out, aren't they? Let's use that. All right, let's raise it up. Don't worry about me. Hurry and go get that necklace. No, I can't do that. Well, thank you very much. So dramatisch. Guess they got away. Weg sind sie. Und als Andenken haben sie ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Ja, und was, Bam? Das Pokémon mitten in der Stadt so ein Tohabohu anrichten. In der letzten Zeit läuten sich die Vorfälle, bei denen Pokémon plötzlich durchdrehen. Aber mein sechster Sinn sagt mir, dass dieser Fall nichts damit zu tun hat. Hä, Nani? Hast du die Griffe erwischt? Nein, sie sind leider entkommen. Also die Halskette ist weg. Bin wirklich leid. Hey, willst du einfach schon aufgeben? Sieh doch mal um, diese Schmutzfinken haben mehr als genug Spuren hinterlassen. Diese finden wird ein Kinderspiel. Spuren? Willst du mir etwa erzählen, ein Pikachu wie du könnte Spuren lesen? Das ist wirklich, du fragst du noch? Mit mir an deiner Seite spürst du die Kette auf, bevor du Donnerblitz sagen kannst. Das kannst du den beiden Damen auch genau so erzählen, um sie zu beruhigen. Okay. Keinen Grund zur Sorge, Pikachu und ich werden die Halskette finden. Oh, wirklich, super, vielen Dank. Also dann, wackeln wir nicht lange, sondern nehmen gleich die Ermittlung auf. Und wie genau stellen wir das an? Zuallererst fangen wir mit der Befragung an. Da ich mit Menschen nicht reden kann, bist du dazu zuständig. Frag die Leute ja einfach, ob sie die Griffe oder die Halskette gesehen haben. Okay, verstanden. Hast du einen Stift und ein Notizbuch da griffbereit? Ja, wofür aber? Um Zeugenaussagen, Hinweise und Beweise festzuhalten. Okay, klar. Nick dir eine umfassende Liste aller wichtigen Anhaltspunkte an. Okay, ich versuch's. Okay, und damit haben wir jetzt hier in dem unteren Bereich die Anhaltspunkte. Und da sieht man, das Ganze ist jetzt auch schon in mehrere Sachen theoretisch hier aufgeteilt. Ja, und da sieht man leider halt, unser 3DS ist nicht unbedingt perfekt. Das klingt also alles nicht so unbedingt gut.
Okay, gucken wir trotzdem mal ganz kurz. Griffe hat sie dem Mädchen geklaut, richtig? Mädchen, ein Griffe hat in der Halskette wieder mal seine gestohlen. Ich muss sie ihm zurückbringen. Er kümmert sich netterweise um das Mädchen, dessen Halskette gestohlen wurde. Aus irgendwelchen Gründen kann nur ich ihn verstehen. Keine Ahnung warum. Wirkt etwas aufgeblasen. Hat die Halskette gestohlen, verfolgt, aber ist entkommen. Genau. So, damit haben wir das gemacht. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Das Offensichtliche meines Erachtens ist ja eigentlich das hier, aber bisher dürfen wir es ignorieren. Kann ich dir helfen? So, jetzt haben wir hier unten einen Anhaltspunkt. Die Griffe in dem Fall. Die ich interessanterweise so nicht auswählen kann, weil das Icon mir natürlich jetzt sagt, ey, nutz den Stylus. Sind hier zufällig zwei Griffe vorbeigekommen? Oh ja, eins ist direkt über meinem Kopf weggesaust. Die halten diese Stadt wirklich wie ein Spielplatz. Sieht ganz aus. Mit wem redest du? Mit mir selbst. Wissen Sie, wo die Griffe jetzt sind? Eins ist dort hinten abgehauen in Richtung der Bank. Vielen Dank. Okay. Griffe, das zur Bank flüchtete. Seid ja wie geschmiert. Mach weiter so mit den Befragungen. Schurp. Kann mich nur nicht be... Achso, B. Hey, Pikachu. Kommst du bitte kurz mal mit? Hm, was denn nun auf einmal? Sag mal einfach, ich lär's dir einfach. Oder gleich. Na gut, ich komme ja schon. Also, als ich eben mit der Frau gesprochen habe, hat mich diese Frau ganz schief angeschaut. Ach ja, ist mir auch nicht aufgefallen. Naja, irgendwie verständlich. Schließlich kann sie mich im Gegensatz zu dir nicht verstehen. Aber das könnte dazu führen, dass du weniger Informationen aus Leuten herausbekommst. Genau, wir sollten daher vor anderen Personen besser etwas vorsichtiger sein. Recht hast du, aber gar nicht miteinander zu reden ist auch keine Lösung. Wie wäre es, wenn ich dir einfach ein Zeichen gebe, wenn ich etwas besprechen will? Gute Idee. Ernsthaft? Ich denke, es gibt eine weit einfachere Möglichkeit, aber gut. Dann starten wir doch gleich einen Testlauf. Warte auf mein Zeichen und sprich mich an. Okay, und damit haben wir da unten jetzt eine Anzeige. Oh, ich muss unten auch noch draufklicken. Great, you noticed. Now if there's something that I notice, then I'll give you a sign. Keep your eyes open. Okay, also im Endeffekt, wenn Pikachu den Mund aufmacht und labert, wissen wir, was los ist. So, wir ignorieren das Ding hier einfach, aber okay. So, reden wir mal weiter. Koifaf, so ein nerviges Pokémon. Weil nämlich jeder bei Pokémon Home danach schreit, weil es ungefähr 7000 Variationen gibt und jeder will die haben. Wie kann ich dir helfen? So, ich bin mal so frei und schalte jetzt nicht jedes Mal um. Die Griffe wollen wir jetzt wieder fragen. Wir suchen zwei Griffe, haben sie zufällig gesehen? Hopp, sie haben meinen Koifaf geärgert und dabei sein Fell völlig durcheinander gebracht. Nee, das Ding sieht immer so furchtbar aus. Tut mir leid, das zu hören. Okay, great. Was gibt's? Es ist Griffeltime. Sie haben nicht zufällig zwei Griffe hier vorbeikommen sehen? Aber hallo, mir aus dem Nichts kamen sie vom Dach gepurzelt. Haben mich ganz schön erschreckt. Können Sie mir sagen, wo die beiden verschwunden sind? Eins von ihnen ist hier entlang geflitzt, in Richtung Park. Der andere ist auch hier vorbeikommen, aber ich habe es aus den Augen verloren. Eins ist also im Park verschwunden. Vielen Dank, das hilft uns weiter. Okay, damit wissen wir also Park und Bank. Gut, aber schreibt ihr das gleich mal besser auf. Ja, okay, dann sind wir hier durch. Und dann können wir hier nochmal ganz kurz rüber wechseln. Bonk. Käufer für nochmal hervorzuheben. Great. Aber auch hier natürlich. Es kam vom Dach gesprungen und ging weiter zum Park. Und auf dem Weg zur Bank. Okay, wunderbar. Ich kann natürlich gerne mal gucken, ob es sonst noch irgendwas gibt. Aber für jetzt scheinbar. Soll es das sein? Kann ich eigentlich schneller laufen? Oh. I'll gather testimony from the other Pokémon. Hey, Spiel. Interessanterweise, das habe ich... Das ist noch nicht so ganz, wie ich das gemacht habe. Okay, also ein paar Tasten machen mehr, als ich dachte. Also, damit öffne ich das, wenn ich die L1 drücke. I'll gather. Und das ist mit X. Okay. Gut, dann können wir also hier theoretisch noch ein paar mehr Sachen machen. So, ich denke mal nicht, dass ich mit euch direkt nochmal sprechen muss. Wir gehen einfach mal in eine Richtung. In die andere Richtung. Und Pikachu hat jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Man kann, glaube ich, nicht... Wir sollten diese Gegend noch etwas genau untersuchen.
Alrighty. Weiß zwar nicht, was wir jetzt noch mehr rauskitzeln sollten, nachdem wir ja wissen, wo die beiden hin sind, aber hey. Und gibt es noch eine Spur? Die Griffe. Halten sich die Griffe in diese Stimme so? Eigentlich nicht, aber in letzter Zeit sorgen öfter irgendwelche Pokémon für Probleme. Ich frage mich, was in sie gefahren ist. Die Halskette. Ich werde die Halskette auf jeden Fall zurückholen. Vielen Dank. Die Kleine scheint sehr an dem Schmuckstück zu hängen. Great. Du. Ich hoffe, du findest meine Halskette. Geht es dir gut? Die Griffe haben dir bestimmt einen ziemlichen Schreck eingejagt. Ja, mir geht's gut. Das freut mich. Könntest du mir die Halskette ein bisschen genauer beschreiben? Klar, sie ist ganz glitzerig und blau. Ich trage sie jeden Tag. Meine Mama hat sie mir geschenkt. Also ist sie dir sehr wichtig. Ein Grund mehr, um unser Bestes zu geben. So, haben wir damit fertig? Oh, boy. Oh, hi. Biggers B. Greppet, oh, okay. Die Griffe. Ah, das kann ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht einfach mit dem Stick auswählen. Sind dir zwei Griffe über den Weg gelaufen? Kribbit. Verstehe. Was hat er gesagt? Na, das hast du doch eben selbst gehört. Nein, ich habe nur Kribbits Ruf gehört, aber was es damit meinte, weiß ich nicht. Dann kannst du also nur mich verstehen? Merkwürdig. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass es zwei Griffe gesehen hat. Sie waren auf der Flucht. Aber mit so einer oberflächlichen Aussage kommen wir leider nicht weit. Dank dir können wir also auch problemlos Pokémon befragen. Echt praktisch. Das ist jetzt wirklich der Punkt, dass wir nochmal mit den Viechern reden, nachdem wir eh schon wissen, wo wir hin müssen? Hey, hallo? Die beiden Griffe haben sie offenbar getrennt und sind in verschiedenen Richtungen. Ja, yeah, no shit. Die Frage lautet also, wohin das Griffe mit der Heißkette verschwunden ist. Was denkst du? Ich habe alle in der Umgebung befragt, aber niemand konnte mir weiterhelfen. Ja, leider. Aber keine Sorge, auch in solch einem Fall weiß ich ein Detektiv zu helfen. Er verwendet seine ausgeprägten Spürsinn, um die Umgebung nach Beweisen abzusuchen. Und davon haben wir genug. Was ist zum Beispiel mit diesem Rolltor da? Schau es dir mal genauer an. Geh mal von aus, ihr meint das da drüben. Hey! Gott, warte, what now? There has to be traces of the APOM with the necklace somewhere. Let's thoroughly investigate suspicious locations. Okay, also man sieht es natürlich hier schon relativ schnell. Man hat halt eine Sprachausgabe und ich kann mittlerweile sogar verstehen, so sehr Pokémon-Spiele eigentlich mittlerweile Voice-Acting haben sollten, also die Mainline ganz speziell. Wenn man überlegt, dass sie halt ja clevererweise von mir aus alle Pokémon-Namen mittlerweile ja umbenennen, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen, das kann natürlich schon extremst nervig sein, aber man könnte natürlich eine Story immer so schreiben, dass halt Pokémon-Namen gerade eben nicht unbedingt genannt werden. Im Rolltor ist eine Farbspur zu sehen. Ja, und ihre Form sieht genauso aus wie der Schweif eines Griffels. Gibt es hier vielleicht noch mehr solche Farbspuren? Seid ihr blind? Sehen wir uns ein bisschen um. Ja, ein weißer Farbabdruck. Great. Ich meine, wir wissen ja, wer von den beiden die Halskette hat. Ein roter Fleck. Riecht nach Ketchup. Und diese Form. Kein Zweifel, das ist der Schweifabdruck. Genau. Diese rote Farbe stammt vom Ketchup des Hotdog-Stands. Ah, stimmt. Gut kombiniert. Das ist ein guter Hinweis. Lass uns ein paar Leute nach dem Ketchup fangen. No! Fang am besten mit dem Typen da drüben an. Dem mit der Kappe. Okay. Manchmal erhältst du neue Informationen von Zeugen, die du bereits befragt hast, wenn du ihnen eine andere Frage stellst. Yep, okay, great. Hey, hey! Oh, Pikachu! It's a ketchup-colored tailprint. That's key evidence. So how do we gather info? Well, by interviewing witnesses, of course. Yep. Das gibt's. So, der Ketchup-Fleck. Da drüben sieht aus wie ein Schweifabdruck eines Griffels. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Oh ja, das war dieses Griffel. Es ist völlig ausgerastet. Den Tisch, da hat es auch rumgeworfen. Nur ein Hieb mit dem Schweif und zack. Echt? Sind Griffe wirklich so stark? Hast du Angst vor ihnen? Mach dir nicht mal in die Hose. Du hast mich doch an deiner Seite. Stimmt ja. Im Notfall könntest du mir mit der Attacke Donnerblitz aus der Patsche helfen. Du bist wirklich ein Pikachu. Donnerblitz? Na klar. Das schlägt ein wie ein Blitz. Hä? Vergessen wir das. Jedenfalls haben wir jetzt neue Informationen. Denk daran, Zeugen, mit denen du schon mal geredet hast, aufs Neue zu befragen. Alright. Hallo. Wie kann ich helfen? Oh, gleich zwei. Mit Käufer sprechen, okay. Ich frage mich, ob Käufer vielleicht etwas weiß. Finden wir es doch einfach raus, dafür bin ich ja schließlich da.
Du siehst ziemlich fertig aus. Haben dir die Griffe übel mitgespielt? Wirklich? Oh Mann, das klingt ja furchtbar. Was ist los? Was hat er gesagt? Der Trainer gibt ihm einmal pro Woche besonders nährhaft reiche Beeren zu essen, die offenbar grauenhaft schmecken. Und heute war wieder eine Portion dieser grässlichen Beeren auf es. Deswegen ist es so niedergeschlagen, das hat ja gar nichts mit den Griffen zu tun. Richtig, über die Griffe weiß offenbar nichts. Ich schätze, den Pokémon geht auch die verschiedenen Dinge durch den Kopf. Ja, great. Der Ketchup-Fleck. Sehen Sie den Ketchup-Fleck da drüben? Er hat die Form Griffeschweifs. Haben Sie vielleicht gesehen, wie er entstanden ist? Wie soll der denn entstanden sein, außer dass er da seinen Schweif gegen gedrückt hat? Jetzt, wo du es erwähnst, eins der Griffe hatte einen roten Fleck am Schweif. Das war also Ketchup. Was für ein Glück, dass Koifaf nichts davon abbekommen hat. Können Sie mir vielleicht noch mehr über das Griff erzählen, das Ketchup am Schweif hatte? Nein, tut mir leid, die Situation hat mich völlig überfordert. Ich war völlig durcheinander. Great, warum auch immer wir mit euch deswegen reden. Du wirst vermutlich hoffentlich uns helfen können. Kann ich helfen? Farbspuren. Stammt die Farbspuren von Griffeln? Ja, ich glaube, es wollte die Farbe loswerden, die überall auf seinem Schweif verteilt war. Great. Und gibt es noch neue Spuren? Du hast nichts zu erzählen. Du hast nichts Neues mehr. Okay, great. Ja, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt können wir ganz gerne mal mit dem da drüben reden. Baby. Der Ketchup-Fleck. Du meinst, du hattest zwei Griffe gesehen. Eins. Hatte eins einen roten Fleck am Schweif. Seid ihr so aufmerksam? Yep. Was sagst du da? Nani, was ist los? Offenbar hatte das Griffe mit dem roten Schweif die Halskette bei sich. Das ist ja eine brandheiße Spur. Danke, Gribbit. Yep. Maybe now is a good time to get all of the evidence in order. Okay. Wir wissen bis. Hey! Yes. Ich würde sagen, wir haben genügend Informationen gesammelt. Zeit für etwas Ermittlungsarbeit. Ermittlungsarbeit? Was meinst du damit? Wir sehen uns alle Zeugenaussagen und Beweise genau an und schlussfolgern daraus, in welche Richtung die Riffe geflohen sind. Klingt logisch. Am besten hältst du dein Notizbuch ein paar Seiten für Ermittlungen frei. Sicher, Moment. Bin da raus, wohin das Griffe gerannt ist. Okay, und damit hat natürlich jetzt der untere Screen das freigeschalten. Finde heraus, yes. Oh, that's a nice drawing. It is. Very well done for a first try. So, just like in the diagram you've drawn, the path splits off at a certain point. Let's see. We have testimony that the Apom split up and fled down different paths. So then, in which direction did the Apom with the necklace flee? If we were amateurs, this is where we'd quit. But of course we're not. You've got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Now do you remember where you saw those marks? Finden heraus, wo das Griffe hingerannt ist. Yep, I would love to. Führe neu, um die Symbole zu entfernen. Ja, okay. Yeah, I did it. You've got a good memory, all right. If that's the case, we can pin down the whereabouts of the Apom with the necklace. And that's all because we've heard some certain testimony. All right, then. Which bit of testimony was it? Yep. Genau. Hier ist deine Liste der Anhaltspunkte. Ja, okay. Now we should have our answer, right? Which way did the Apom run off to? This way or that? You got it. Great job. Yep, es ist in den Park verschwunden. Did you find anything out? Yeah. Looks like the Apom ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please. It's my precious necklace. All right. Just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey, whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case.
Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the A-Pomp. Right. Okay, damit beginnt das erste Kapitel. Oder wird weitergeführt? Who knows? Isn't that an A-Pomp? The fuck happened here? Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Die sind gigantisch. Just a berry. I don't see any wounds or anything. Just seems to be unconscious. I don't see the necklace anywhere. If we investigate why it's unconscious, I bet we'll figure that out too. Huh. Jetzt sind wir ihm einen ganzen Weg gefolgt und von der Kette fehlt immer noch jede Spur. Und obendrein ist Griffe jetzt auch noch bewusstlos. Als Detective muss man immer einen kühlen Kopf bewahren und die Lage analysieren. Öffne da zuerst mal dein Notizbuch, so wie vorhin. Okay, ja, finde die Halskette. Das Unter soll jetzt erstmal geöffnet werden. Ja, finde die Halskette, schon. Sure. This has all happened in a very short amount of time. But fortunately, there have been some traces left behind. Which means we'll need to investigate the scene. Yep, sure. Oh, nice. So, was genau muss man bei der Tatortuntersuchung denn genau alles machen? Ganz einfach. Du untersuchst den Ort des Geschehens nach Spuren. Okay, ich versuch's. So, genau untersuchen. Oh. Körper bewegen. Es hat lauter kleine Schrammen am Körper. Das? Vielleicht war es in einem Kampf verwickelt. Hm? Warum auch immer ist... Achso. Da ist jetzt auf dem Ketchup-Zeug drauf. Das ist auf einmal doch die Hinterhand. Hm. War es auf jeden Fall lustig, wie es umgekippt ist. Hm? Da scheint etwas unter ihm zu liegen. Ich kann das nicht mal selber bewegen. Was haben wir denn hier? Eine Feder. Gute Arbeit, Tim. Das wird uns bestimmt dabei helfen, den Übeltäter zu finden. Okay, erstmal in Anhaltspunkte. Oh, warum muss ich hier das D-Pad nutzen? Alles rot, vermutlich eine Mischung aus Ketchup und den Überresten der Beere. Gut beobachtet. Diese Beere ist übrigens sehr scharf. Ich weiß nicht, dass sie essen wollten. Joink. Blätter? Ja, sie sehen etwas mitgenommen aus und stammen vermutlich von einem der Bäume. Joink. Sonst noch irgendwas? Untersuchen. Eine zerknüllte Ausgabe der Morgenzeitung. Mal sehen. Lesen Sie die schockierende Wahrheit über den Unfall auf dem vereisten Highway. Außer der Schlagzeile kann man kaum etwas lesen, da der Großteil zerrissen ist. Aha. Das ist wirklich ansatzweise relevant. Eine Softdrinkdose. Ob Griffe sie wohl leer getrunken hat? Vermute er, dass sie aus dem umgefallenen Mülleimer dort gekullert ist. Als er umfiel, muss sich der ganze Müll wohl auf dem Platz verteilt haben. Jetzt ist er leer. Alles klar, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Anzeichen für einen Kampf, die verschollene Halskette. Wir können da wohl davon ausgehen, dass das Griffe von jemandem überfallen wurde. Aber wer würde sowas tun? Das versuchen wir jetzt auszufinden. Du hast dir sicher gemerkt, auf was du bei der Ermittlungsarbeit alles achten musst. Halte Infos zum Fall und neue Erkenntnisse immer in deinem Notizbuch fest. Alles klar. Als erstes sollten wir herausfinden, warum Griffe bewusstlos ist. Alright. First issue at hand is who or what could have attacked the A-Bomb. Whoever did that probably has the necklace, you see? When you investigated the scene, did you happen to find any potential clues to the culprit? So, das sollte natürlich klar sein, es wird die schwarze Feder sein. So, what about the black feather? This is just a theory. Maybe Apom was climbing the tree and got attacked by the owner of the black feather. Does the feather call to mind a certain characteristic of the culprit?
Ein gepanzertes Pokémon, definitiv, ja. Yes, no doubt about it. This feather is from a Pokémon. Here's what we should do. Let's go around the park and we'll search for who this feather belongs to, right? That will be the first step in our investigation. And when you see Pokémon with feathers, be sure to jot them down. Okay, let's get going. Just make sure you keep up. So, zu wem gehört die schwarze Feder? Und es ist natürlich auch interessant, so ein bisschen hervorzuheben, dass... Tim! Wir sollten alle Leute in der Gegend befragen. Yes. Fangen wir mit der weiblichen Reinigungskraft in der Nähe des Tatorts an, okay? Du siehst also schon mehr als ich. Das hervorgehoben worden ist, dass die Feder zu einem Pokémon gehört. Es gibt also dann auch Kreaturen in diesem Universum, die nicht Pokémon sind und Federn haben können. Komplett leer. Okay, ich will mal trotzdem mal so ein bisschen gucken, was haben wir hier sonst noch so? Ortwechseln, interessant. Ja, wir wissen noch nicht, wo wir damit hinwechseln würden. Okay, erstmal ist hier noch nicht viel los, also ist sie vermutlich nicht besser. Bei dem Baum dort drüben wurde vorhin ein Griffe in eine Rauferei verwickelt. Hat sie die Lage inzwischen wieder... hat sich wieder beruhigt? Ja. Puh, zum Glück. Mir war das Ganze zu heikel, deshalb habe ich in Ecke eine Weile gemieden. Jetzt kann ich dort meine Arbeit fortsetzen. Das kann ich gut verstehen. So ein Kampf kann schließlich sehr gefährlich sein. Wissen Sie zufällig, ob es ein Pokémon war, mit dem Griffe sich gerauft hat? Tja, gute Frage. Ich habe mich nicht in die Nähe getraut, also konnte ich nichts genaueres sehen. What? Wissen Sie vielleicht, zu welchem Pokémon diese schwarze Feder gehören könnte? Sie stammt sicher von einem Vogel-Pokémon. Ja, yeah, no fucking shit. Aber mehr weiß ich leider auch nicht. Können Sie mir über die Vogel-Pokémon hier im Park erzählen? Sicher. Dieser Park besteht aus 3 Bereichen und beheimatet 4 verschiedene Arten. Der Park hat 3 Bereiche? Ja, hier befindest du dich im Brunnenbereich. Rechts davon ist das Café und links der Naturbereich. Okay. Oh boy, die Pokémon im Brunnenbereich. Im Brunnenbereich leben die Dusselgur. Sie schwirren meistens in der Nähe des Springbrunnens herum. Okay, was sind die im Café? Im Café leben die Schwalbini. Es vertreibt sich gern die Zeit damit, sein Gefieder zu pflegen. Und der Naturbereich. Die Staralady und die Krammurks. Mhm. Die Krammurks, ey. Können Sie mir mehr über dieses Pokémon erzählen? Mal sehen, die Staralady sind immer zu dritt. Krammurks ist ein Freiges und flattert tagsüber meistens außerhalb des Parks herum. Okay. Warum auch immer mir nur hier was von dem Pokémon erzählt worden ist. Okay, also ich meine, ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass das ein Krammurks ist. Aber... gucken wir erstmal. Hey, Funky Brother. Ist was? Ich bin ziemlich beschäftigt. Ein Griffel wurde bei einem Baum in der Nähe des Brunnens in einen Stein verwickelt. Haben Sie das Ganze zufällig beobachtet? Ich habe nichts gesehen. War das alles? Bin ziemlich beschäftigt, musst du wissen. Womit ist dieser Kerl denn so beschäftigt? Sagt Ihnen diese schwarze Feder irgendwas? Keine Ahnung. Scheint mir geistig ein wenig abwesend zu sein, der Gute. Was er hier macht? Darf ich fragen, was Sie hier machen? Ich suche meinen Stift. Ist mir sehr wichtig, weißt du? Dann entschuldigen Sie die Störung. Schau an, wir sind also nicht die Einzigen, die etwas suchen. Ja, okay, das Krammurks wird vermutlich das ganze Zeug sammeln. Dementsprechend bei der Stift vermutlich genauso wie das Amulett halt glitzert. Ah, hi. Das muss eine Karte des Parks sein. Wir sind gerade im Bodenbereich. Was hat dir das verraten? Auf der rechten Seite ist der Café, linker Naturbereich. Wer erfolgreich ermitteln will, sollte sich stets mit seiner Umgebung vertraut machen. Wenn du mal den Überblick verlierst, kannst du dir einfach die Karte ansehen. Sollst die nicht abhauen. Oh nein, die Dusselgur. Jetzt haben ihr sie mit eurem lauten Getrappel verscheucht. Oh, das tut mir leid. Das sollte dir auch leid tun, Tim. Damit hast du nämlich gerade mehrere Verdächtige entkommen lassen. Na, hör mal, Pikachu. Du bist ja wohl genauso daran schuld. Tut mir leid, dass ich sie verscheut habe. Dusselgur sind das also, ja, ziemlich putzig. Ja, freut mich, dass du das auch so siehst. Dusselgur gibt es doch wie Sand am Meer. Willst du mir etwa weismachen, dass du noch nie zuvor welche gesehen hast? In der Stadt, in der ich gewohnt habe, gab es eben keine. Stimmt, du kommst ja von weiter her.
Bestimmt sind selbst die gewöhnlichsten Pokémon in Rhyme City neu für dich. Aber zurück zum Thema. Wir müssen die Dosuko irgendwie wieder anlocken. Fragen wir am besten den Mann um Rat. Warum wurde Springbrunnengriffel Rauferei? Genau, haben Sie es zufällig beobachtet? Nein, tut mir leid, ich war darauf konzentriert, meinen lieben Dosuko Futter zu geben. Great. Haben Sie die Feder schon mal gesehen? Ich denke nicht, obwohl diese Feder am Schwanz des Dosuko sehen etwa so aus. Ach, ja wirklich, vielen Dank. Eins, als sollten wir uns die Feder am Schwanz des Dosuko genauer ansehen. Haben Sie zufällig eine Halskette mit blauen Anhänger gesehen? Nein, habe ich nicht. Hast du sie einfach hier in der Gegend verloren? Sie wurde von dem Bahnhof von einem Griffel gestohlen. Wir versuchen sie wiederzufinden. Ein Griffel? Mitten in der Stadt? Das ist selten. Sie trauen sich fast nie aus dem Park. Eins von ihnen tollt immer in einem Baum in der Nähe des Sees herum. Klingt fast, als wären die Griffe aus einem bestimmten Grund in die Stadt gewesen. Ja. Wissen Sie, wie wir die Dosuko wieder hierher locken können? Nun, die Dosuko haben sich mittlerweile an mich gewöhnt. Wenn ich ihnen Futter hinwerfe, kommen sie bestimmt wieder. Ah, okay. Wissen Sie vielleicht auch, wo ich hier Futter herbekommen kann? Sicher doch, im Café des Parks solltest du für dich werden. Im Café, also vielen Dank. Ich schlage vor, wir holen uns gleich mal eine Portion Futter. Okay, damit wissen wir also, auch wenn wir vermutlich nichts von denen durchgewinnen. Oh, hi. Oh. Hey, was gibt's? Ja, was mit dem Griffel? Weißt du was darüber? Eine Rauferei? Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war die ganze Zeit beschäftigt, mit Zoro-Keks Pässe zu üben. Verstehe, vielen Dank trotzdem. Kommt die Schwarze bekannt vor? Das ist wirklich ziemlich schwarz. Ich könnte schwören, mal so eine gesehen zu haben, aber keine Ahnung wo. Also wirklich eine Halskette gesehen? Nee, tut mir leid. Okay. Ich will eigentlich mit dem Pokémon reden, aber das wird mir nicht so ganz gegönnt. Jetzt. Zoro. Wir suchen eine Halskette und einen blauen Anhänger. Hast du so völlig gesehen? Zoro. Du hast so eine Halskette also weder gesehen noch durch die Gegend gekickt. Ah. Was hältst du von den Griffeln? Die Häufigkeit ihrer Streiche geht zwar zurück, aber dafür werden sie immer unverschämter. Verstehe. Du vermutest, dass jemand es deswegen auf sie abgesehen hat und ihnen die Halskette abnahm. Interessant. Lass mir das durch den Kopf gehen. Ist dieser Jungspurter dein Trainer? Hast ihm also seinen Ball zurückgepasst und seitdem seid ihr Freunde? Offenbar hält sich Zoro-Keks jetzt für den Fußballtrainer des Jungen. Was hältst du von den Dosuko? Zoro. Du bist ihnen schon öfter begegnet, aber sie sind immer noch sehr distanziert. Ja, okay. Das waren die vier Sachen, die wir hier sagen konnten. Sonst irgendwas? Okay, da lang wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht zum Naturbereich. Zumindest noch nicht. Ich denke, wir holen jetzt erstmal das Futter und machen die Sache mit dem Dosuko. Ja, ich kann leider nicht schneller laufen als das hier. Obwohl wir es trotzdem schaffen, damit Pikachu abzuhängen. Liegt immer noch dort. Ja. Hast du irgendwas zu sagen, außer keinen Müll einfach wegwerfen? Frech und flapsig. Oh, hi, da oben. Was hat es gesagt? Wir sollten es nicht beim Spielen stören. Pfiff. Okay. Hallo, Griffel. Wir würden gerne kurz mit dir sprechen. Oh. Griffel ist wieder im Geäst verschwunden. So können wir nicht mit ihm reden. Wenn wir Pfiffchen bloß irgendwie beruhigen könnten. Ja, wird nicht leicht. Einfacher Tritt in den See. Hallo. Okay, nicht viel Vorgeplänkel. Wissen Sie, von welchem Pokémon diese Feder stammt? So schwarz wie sie ist, könnte sie... Nein, Quatsch. Es gibt ja auch noch andere schwarze Pokémon, ich weiß es nicht. Okay, wer hat eine Vermutung? Können Sie mir etwas über die Staralilie erzählen? Hier im Naturbereich, was? Wir sind doch... Wo? Gibt es drei von ihnen, sie fliegen immer zusammen von Ort zu Ort. Manchmal machen sie auch im Ast oder auf dem Tisch dort drüben halt. Achso, vielleicht habe ich das falsch rum gelesen gehabt?
möglich. Können Sie mir etwas über Kramox erzählen? Wohnt es in diesem Bereich wirklich eins? Ja, tagsüber flattert es allerdings immer durch die Weltgeschichte und ist kaum hier. Ab und zu sieht man, wie er sich mit dem Griffel streitet. Alles klar. Achso, Moment. Hallo, genau. Griffel haben wir noch dazu bekommen. Wo ist dieses Griffel? Im Wimpel des Baums da drüben. Solange Pfiffchen hier sind, traut er sich jedoch nicht runter. Aber das ist nichts Neues. Seit die Pfiffchen in diesem Park gezogen sind, schikanieren sie die Griffel ununterbrochen. Okay, brutal. Oh, wow. Hier steht aber ein großer von denen. Mai. Mai? Königin des Parks. Hallo, Magnaien. Wir würden gerne kurz mit dir reden. Magna. Was sagst du da, Pfiffchen? Was ist los? Eins, der Pfiffchen ist nicht zurückgekommen, obwohl es Zeit für seinen Mittagsschlaf ist. Deswegen kann das andere nicht einschlafen. Magnaien ist völlig verzweifelt. Pokémon haben es also auch nicht immer leicht. Wenn wir es finden, schicken wir es zurück zu dir, versprochen. Aber dafür würden wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Hast du schwarze Fische schon mal gesehen, Magna? Ja, wir wissen, dass sie nicht von deinem Fell stammt. Wo könnte das Pfiffchen hingegangen sein? Es spielt also immer in Blumenbeeten oder im Gebüsch? Verstanden, wenn wir im Blumenbeet oder im Gebüsch sehen, schauen wir uns genau um. Okay. Was kannst du mir über die Sarah Lilliard sagen? Ihr Ruf ist sehr laut, deswegen die Pfiffchen sie lieben gern durch die Gegend scheuchen. Liegt nach einer echten Hassliebe. Was kannst du mir über die Kramux erzählen? Du begegnest ihm nur selten, aber wenn, dann erweckt es immer dein Interesse. Great. That ain't much. Oh. Hey, Tim. Jetzt sollten wir uns um das Pfiffchen kümmern. Wir kriegen es dazu, diesen Unsinn zu lassen. Es ausschimpfen, das zweite Pfiffchen finden. Genau, wenn wir das zweite Pfiffchen finden, kann Magnaien sich dazu bewegen, ihren Mittelschlaf zu halten. Jena Mai! Der Bayer! Oh, da hinten. Cool. Okay, hier geht's nicht weiter. Also es war dann doch andersrum. Aber ich hab's halt... Ich denke, glaube, das Café wurde als erstes hervorgehoben und dementsprechend habe ich das für mich einfach als... Ah, ja, links. Ja, sind wir jetzt fliegen die hier... Ach, das sind ja nicht die. Die fliegen aber nicht weg, okay. Sarah Lilly. Hey, könnt ihr wir kurz reden? Ist dir schon mal so eine Feder untergekommen? Nein? Zu dumm. Die Sache ist die, beim Sprengen wurde ein Hinweis, sein Griff angegriffen und die Feder ist ein Hinweis. Wir verdächtigen dich nicht, aber würdest du uns trotzdem eine deiner Federn überlassen? Danke für dein Verständnis, damit bist du seine große Hilfe. Okay. In diesem Park wohnt irgendwo ein Kramox, aber recht? Wir können es nirgendwo finden, weißt du zufällig, wo es abgeblieben ist? Es fliegt gerade auf der Suche nach glitzernden Dingen durch die Gegend? Aha, er sieht also glitzernde Gegenstände, sammelt sie auf und bringt sie in sein Nest. Wo genau befindet sich das? Griffel könnte Informationen dazu haben, sagst du? Okay, gut zu wissen, in diesem Bereich gibt es also auch einen Griffel. Gehen wir es aus... Okay, man sollte das also anders von der Reihenfolge hätte machen sollen. So, und dann nochmal das Griffel. Weißt du irgendwas über die Griffel? Sagst du da? Ein paar von ihnen hätten dir beinahe mal die Federn ausgerupft. Die Bewohner des Parkes bleiben also auch nicht von ihren bösen Streichen verschont. And that's it. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir mal ganz kurz hier wieder rüber wechseln. Können wir hier diese Federn miteinander vergleichen? Okay, die angeblich schwarze Feder sieht jetzt doch ein bisschen blaulicher aus. Leere Dose, ja. Genau, also das ist, denke ich, jetzt alles schon sehr, sehr klar. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den richtigen Bereich. Holen uns da das Futter. Hey, Tim! Come on. Come on now, you can't hold back. You can always talk to me, you know? Even if I'm not sending my signal. Okay, what's up? The owner of this black feather is the one who attacked that Apom. Now, let's identify which Pokemon it was. Yes. Oh, jemand war so nett, hat das Ding da hochgeschmeidert. Ist immer noch bewusstlos. Ein Versuch ist wert. Kille, 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 kille. Das scheint nichts zu bringen. Okay, also, sorry, ist natürlich nicht immer perfekt, aber
mit der schwarzen Feder zu kitzeln, hat leider nicht geholfen. So, hast du nochmal irgendwas? Oh, das ist ganz wild. Das ist natürlich cool. Der Millennium Mercenarian vorhin wieder aufgestellt worden. Kann ich dir helfen? Ah, du hast leider überhaupt nichts Neues dazu gewonnen. Okay. Aha. Okay, alter Mann. Weißt du noch nicht, wie du mir helfen... Ah, hi. Oh. Ein Starter-Pokémon. Fang es. Den Floink? Hättest du kurz Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten? Floink? So, die Halskette schwarze Feder. Grund fürs Verstecken. Wir suchen eine Kette mit einem blauen Anhänger. Hast du sie gesehen? Nein, das ist nicht zu essen. Nun gut. Was sie so nicht gesehen. Hast du eine schwarze Feder schon mal gesehen? Nein, lass das. Sie kannst du auch nicht essen. Nein, nicht mein kleines bisschen. Puh, Floink hatte ganz schön Kraft. Aber ich konnte das Beweisstück retten. Die Feder kommt ihm zwar bekannt vor, aber es ist nicht sich sicher, woher. Aha. Warum hast du dich eigentlich im Gebüsch versteckt? Ah, du hast also nach Bären gesucht. Und? Hast du welche gefunden? Hm? Du hast noch was Glänzendes gefunden und möchtest es uns schenken? Oh, eine Münze, vielen Dank. Okay, super. Damit haben wir also die Möglichkeit, vermutlich das Futter zu kaufen. Ja, bitte. Vorhin wurde in der Nähe des Springbrunnens ein Griff angegriffen. Wissen Sie vielleicht etwas darüber? Oh, es gab schon wieder eine Rauferei, aber den Vorfall von heute weiß ich nichts. Aber seit Maglion sich mit seinen Jungen in diesem Park niedergelassen hat, scheinen sich die Griffe ziemlich bedrängt zu fühlen. Da hat es sich wohl einiges an Frust angestaut. Deshalb geraten sie völlig außer Rand und Band, wenn Maglion nicht in der Nähe ist. Ihre Streiche arten immer häufiger in Raufereien aus. Mhm. Haben Sie so eine schwarze Feder schon mal gesehen? Von Schwabini schaut sie schon mal nicht. Lass mich mal nachdenken. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe seine Feder schon mal beim See am anderen Ende des Parks gesehen. Hey, das war schon durchaus hilfreich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Was haben wir denn noch so? Hi. Hey. Hey. Wir suchen eine Halskette. Ach so, na dann trotzdem danke. Er sagt, es habe keine Zeit, um den Boden nach untergefallenen Krempels abzusuchen. Hören schön aufgeblasen, wenn du mich fragst. Hey, leg mal auf die Feder. Was hat es gesagt? Dass ich seine wunderschöne Feder nicht mit meinen dreckigen Pfotenband fassen soll. Oh, ganz schön unfreundlich. Dabei hatte ich einen kurzen Blick jetzt schon genügt. Okay, es ist es nicht. Punkt. Ganz bewusst hier erstmal so ein bisschen. Okay. Mehrere Leute, die wir alle noch weiter befragen dürfen. Here we go. Kann ich dir helfen? Oh, das Ding folgt mir. Wieso eine Halskette? Eine verlorene Kette? Die einzige Kette, die ich hier gesehen habe, ist die meiner Freundin. Verstehe. Haben Sie schon mal eine schwarze Feder gesehen? Das Schwabini, das hier öfter umfällt, hat schwarze Federn. Aber ich glaube, seine Federn sind sauberer. Es putzt sich oft und verliert dabei manchmal welche. Naja, verstehe. Es verliert also Federn, wenn es sich putzt. Hey, wenn es so viele Federn verliert, ist es am Ende noch komplett kahl. Oh, hey. Kann ich helfen? Halskette. Halskette? Ich trage eine, meinst du die? Nein, nein. Die Kette, die ich suche, hat einen blauen Anhänger. Ach so, tut mir leid, aber ich habe so einen habe ich nicht gesehen. Jojo, Feder. Oh, die könnten Fabine hören, das fliegt auf das hier herum. Ich muss schon sagen, das ist eine wirklich hübsche schwarze Feder. Fabine, also vielen Dank. Now it's effing not. So, mach dich mal sauber, du Dummbatz. Ich brauche eine Feder. Damit wir zu 100% uns sicherstellen können. Jop. Hi. Abfang. Bonk. Mach dich sauber, du. Hey. Hey. Nope, leider nichts Neues. Okay, also vielleicht müssen wir dafür noch irgendwas machen, dass es funktioniert. Okay, da können wir vielleicht rein. Herzlich willkommen. Ich möchte etwas bestellen. Erstmal nicht. Gibt es in diesem Park ein Pokémon, das ein schwarzes Gefieder hat? Lass mich mal überlegen, das Gefieder von Kramux ist komplett schwarz. Aber die schwarzen Federn der Gursegur sind auch schwarz. Und das Gefieder von Schwabini sieht ebenfalls irgendwie schwärzig aus.
Okay, Futter für Dosegur. Stimmt es, dass man hier Futter für die Dosegur bekommen kann? Ja, wir verschenken die von Gerichten übrig gebliebenen Brotkrumen. Hier, bedien dich. Nom, nom, nom. Okay, great. Was können wir noch bestellen? Oh, legst du eine kleine Pause ein? Dann bestell bitte einen Kaffee für mich. Was? Du trinkst Kaffee? Na klar, gibt's was Schöneres auf der Welt als eine ordentliche Tasse Kaffee? Dann los, bestell schon. In Ordnung, zwei Kaffee bitte. Kommt sofort. So, zwei, genau. Zappa. Das klang eher wie ein Vogel. Oh, gar nicht mal so übel, dieses Gebäude. Ich habe noch nie ein Pokémon gesehen, das Kaffee trinkt. Wenn du glaubst, Pokémon hätten keinen Geschmackssinn, hast du dich geschnitten. Ah, so ein Käffchen unter blauem Himmel ist schon was Feines. Aber unter uns, ich kenne jede Menge Läden, die noch besseren Kaffee verkaufen. Okay. Damit hatten wir mal hier eine Pause, können wir mal hier mit ihm reden. Aber. Okay. Die Halskette, schwarze Feder, Kaffee und Arbeit. Wir suchen eine Kette mit blauen Anhänger. Ah. Oh, ob sie einen besonderen Geruch hat. Nein, nicht wirklich. Sieht so aus, als könntest du auch uns auch nicht weiterhelfen. Trotzdem danke. Feder. Die Feder hat meinen Geruch angenommen, deswegen kannst du es nicht. Okay. Der Kaffee war echt lecker. Weiter so, Kumpel. Was macht die Kundschaft? Ist heute viel los? Ach, es kommen also immer nur Menschen? Naja, immerhin ist ein Kaffee für Menschen. Okay, ich gehe mal davon aus, jetzt geht's da nicht mehr rein. Okay, also wir haben unser Essen bekommen. Ja, ich kann alles hängen bleiben. Aber es lustig ist, so hin und her zu zucken. Oh. Was haben wir denn hier? Sabaramitim. Da sieht ganz noch einer Fehler von Schwalbini aus. Okay, great. So, oh, wie ich sehe, hast du Futter für die Dosegur besorgt. Ja, haben wir. Sehr schön, dann pass jetzt mal gut auf. Ich gehe jetzt vielleicht und gehe vielleicht etwas aus dem Weg. Hier, George, Yui und McCoy, das ist für euch. Oh, da sind sie. Ach, es tut meiner geschundenen Seele gut. Wenn ich so mit meinen lieben Dosegur spielen kann, ist die Welt für mich in Ordnung. Sie sind so putzig, nicht wahr? Na, George, Yui, McCoy? Typ scheint ziemlich ausgelaugt zu sein und dringend eine Pause zu brauchen. Stimmt, am besten stören wir ihn jetzt nicht erstmal nicht. Hey, Dosegur, habt ihr vorhin eine Rangelei mit dem Griffe gehabt? Ihr habt Griffe zwar gesehen, aber seid euch nicht sicher, ob ihr es angegriffen habt? Ich hätte es wissen müssen, Dosegur haben ein miserables Gedächtnis. Wie auch immer, schnappen wir uns eine lockere Feder oder sitzende Feder und weiter geht's. Okay. Dem helfen wir am Ende erst. Okay, irgendwas zu erzählen? Hey, Tim. What's the deal? Okay, immerhin. Maybe now is a good time to get all the evidence in order? Okay, also, das können wir natürlich jetzt gerne machen. Hier schon mal die Ermittlungen starten. Zu wem gehört die schwarze Feder? Is this it? Oh no, not the same. This pit of feather has a lot more gray in it than it does black. Ach so. Ich kann die anderen nicht anklicken. Oh, das hätte man vielleicht Schritt für Schritt machen müssen. Let's look for the owner of that black feather. Come on. It should be the one that has the necklace. Ja, wir wissen ja jetzt ja auch, wo es sein sollte. Okay. Schade, also man hätte jedes Mal halt machen müssen. When we found our victim, it was posed like this. So let's think about that. Okay. It's always important to consider every little thing. But you know that. Immer noch einmal mehr. Okay, let me see your notes. That's not too bad at all. There are times when cautious effort is needed the most, you know? So, also,
Wir haben jetzt immer noch nicht das... Ah, da hinten. War schon immer am Zockern? Wow. Och. Pikachu, das ist das Pfiffchen, nach dem wir suchen. Was recht? Hey Pfiffchen, Magnaien sucht nach dir. Es ist Zeit für deinen Mittagsschlaf. Hoffentlich geben die beiden Nervensägen jetzt Ruhe. Am besten gehen wir gleich zurück zum See. Aha. Die machen die lustigsten Geräusche. Okay, damit sind die jetzt beiden weg. Genau. Jetzt, wo die Pfiffchen ihren Mittagsschlaf halten, kannst du dich frei bewegen. Schön, dass du... schön, das freut mich für dich. So, der Halskettendieb. Einer deiner Kameraden hat eine Halskette stibitzt. Weißt du etwas darüber? Es sagt, es war den ganzen Tag am Baum gefangen. Okay, der Streit mit Kramux. Ich habe gehört, dass es oft zwischen euch Griffe und Kramux gibt. Was ist passiert? Ich übersetze, als es vor kurzem mit seinen Kameraden gespielt hat, sind sie versehentlich auf den Baum geklettert, in dem sich das Nest von Kramux befindet. Kramux wurde daraufhin wütend, weil sie sein Revier verwüstet hatten und griff sie an. Seitdem geraten die Griffe und Kramux im Park immer aneinander, wenn sie sich treffen. Okay. So, das Nest. Welchen Baum findet sich das Nest? Ein Baum mit dem breiten Stamm neben dem See, sagst du? Danke. Okay, dann wissen wir also, wo wir hin müssten. Wir müssen es nur finden. Hast du irgendwo mal schon so eine schwarze Feder gesehen? Was? Die gehört dem Kramux? Bist du ja ganz sicher? Anscheinend kriegt es sich oft mit Kramux in die Wolle, dass sie sich absolut sicher sind. Okay, wie zu erwarten. Wenn vier Tiere hier sind und wir wissen von dreien und deren Federn... Dann sollte das jetzt hier eigentlich nicht mehr... Oh, look at them. Little sleepy. Beiden Pfiffchen schlafen friedlich. Wir sollten sie in Ruhe lassen. Ja, du hast recht. So, was ist denn der mit dem breiten Stamm? Okay, also hier geht es erstmal nicht weiter. Hi, ihr. Hi, du. Das hier vermutlich muss er ja dann sein. Suche das Nest von Kramux. Murkrow's nest could be up in this tree. Yeah. And it looks like no one's home. So, if we're going to investigate, I'll take a look. Let me know if it comes back. Right, gotcha. Here we go. Oh. Whoa. Here we go. Wiederholt sich einfach. I made it. No sweat. Aber jetzt erstmal eine Zigarette. Now, is there any kind of evidence to be found in here? Oh, here we go. Hey, Tim! Found something! Uh-oh. Is that... Pikachu! It's Murkrow! Watch out! Thanks for the help. Nice catch. I took a bit of a hit there. But now we have the evidence we need. Ja, sure. Geschafft. Ja, die Mühe hat sich wohl gelohnt. Lass uns sofort die Federn vergleichen. It looks like we were correct. The black feather that we found at the scene definitely came from a Murkrow. Quick, let's do an interrogation. Die Feder stammt von Kramux. Jupp. Alright, I get it. I'm sorry I entered your nest without asking. Anyway, you fought with Apom, right? Murkrow! 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 You didn't, huh? Tim, why don't you show it what we found? This feather is yours, right? It was lying next to the Apom that fainted. Alright, so it was you. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? You lost it during the fight. That's a very lame excuse. And
Now you're saying it was someone else. But it seemed like you and Napalm were the only ones that were there. You're saying Burmy were in that tree. Well, I guess we'll check that out. Right. Wenn es stimmt, was Gromok sagt, befanden sich mehrere Burmy in dem Baum, neben dem wir das bewusstlose Griffel gefunden haben. Da haben wir uns extra bis zu Gromoks vorgearbeitet und jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang mit unseren Ermittlungen. Sie sind da. Wir haben doch neue Fakten zusammengetragen. Wir kommen der Halskette Schritt für Schritt näher. Daran ist nichts zu rütteln. Ich war trotzdem mal selber so frei und hab mir nochmal ein extra Safe State gesetzt. Und ja, wir gehen jetzt wieder zum Anfang zurück. Dann gucken wir doch mal. Der Baum hier. Ist das der Baum, in dem sich laut Gromoks mehrere Burmy befinden? Sieht nicht so aus, als wären sie gerade hier. Erster Blick kann Trigger sein. Warum versuchst du nicht mal den Baum zu schütteln? Okay. Hi. Sorry if we startled you. There was a fight at this tree earlier, and we think a necklace may have fallen nearby. You know anything? Mimi, Mimi, Mimi. Okay. Well, thanks anyway. Wait, don't leave yet. There's some more stuff we'd like to ask. I think they might be afraid. Well, they are jabbering about a ball flying around. A ball? Just two more questions. What happened after the fight? Did anyone else come around? Danke für eure Zeit. Wir werden versuchen, euch nicht länger zu aufzuhalten. Ihr habt zwar gesagt, dass ihr nichts über die Halskette wisst, aber jede noch so winzige Information würde uns helfen. Verstehe, an dem Streit erinnere ich euch, aber von einer Halskette wisst ihr nichts. Ist euch während der Rauferei zwischen Gromoks und dem Griffel irgendetwas Besonderes aufgefallen? Wirklich nichts. Jeder noch so kleine Detail kann uns weiterhelfen. Was? Eins von euch wurde in den Streit verwickelt? Danach ist es verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht? Ihr redet die ganze Zeit von euch panisch von irgendeinem Ball. Ja, was könnte das wohl sein? Was hat das damit auf sich? Der Ball des Grauens? Er kennt keine Gnade? Ja, und der ist schwarz-weiß? Immer mit der Ruhe. Ihr redet nicht so schnell. Ich verstehe ja kein Wort. Burmy. Hey, Tim! Tim, diese verschwundene Burmy bereitet mir Sorgen. Wir sollten nach ihm suchen. Ja, aber wie stellen wir das genau an? Laut den Burmy könnte er sich in einem anderen Baum aufhalten. Also machen wir es wie vorhin und schütteln Bäume, bis wir es finden? Das ist er fast. Aber wir sollten unbedingt auch weiter nach neuen Außenzeugen suchen, um weitere Informationen zu ergattern. Irgendwas? Das verschwundene Burmy nach seinem Namen fragen. Wir suchen einen Burmy, der vor kurzem verschwunden ist. Weißt du etwas darüber? Ich weiß nicht mal, was ein Burmy ist. Irgendwas sagt mir, dass wir nichts Brauchbares mehr rauskriegen. Bist du McCoy? Nein, dann bist du also Huey. Oder am Ende sogar George. Auch nicht. Wer ist er denn dann? Das hast du vergessen? Ach, unglaublich. Traurig, wenn man bedenkt, wie sich der Mann mit euren Namen abgemüht hat. Also ich gehe ja immer noch davon aus, jetzt mittlerweile, wenn es wirklich nicht das Gromoks war oder die Burmys, dass der Witz ist, dass hier diese Kiste umgeworfen worden ist, also der Mülleimer, und das Apom auf der Dose ausgerutscht ist und in Wirklichkeit das Ding hier im Wasser liegt. Oder der es hatte, auch möglich. Weil er in Wirklichkeit ein Mewtwo in Verkleidung ist. Oder so. So, du bist natürlich der Offensichtliche, aber hey... Shake. Soll ich ernsthaft nicht mit euch reden, bevor ich das eine Burmy gefunden habe, das mir dann sagt, dass es ein Fußball ist? Okay, hier vorne sind leider nicht weitere Bäume, also nehmen wir ganz kurz darüber. Da braucht man nicht dran schütteln. Dann ganz genau mal hier dran schütteln. Oh. Das hat ein bisschen Schaden hinterlassen. Oh, ein Kassado. Gut, dass es uns nicht erwischt hat. Aber das kommt uns eigentlich sehr gelegen. Vielleicht kannst du uns weiterhelfen.
Die Halskette. Wir suchen eine Halskette, die zuletzt in der Nähe eines Wurms gesehen wurde, in dem die Würmer leben. Weißt du was darüber? Es hat dort einen darauf eingebeobachtet, aber von der Halskette weiß er angeblich nichts. Das ist verschwundene Burmy. Weißt du etwas darüber? Hey, hörst du überhaupt zu? Der, hier ist also nicht vorbeigekommen. Okay. Keinen dieser Bäume kann ich interagieren. Okay, dann probieren wir die Sache mit dem Fußball. Wird gerne schneller laufen. Genau, no, nicht Gur. Genau. Das verschwundene Burmy. Ein Burmy aus dem Baum da drüben ist verschwunden, weiß der Versäuber. Wie? Wenn es von zu Hause weggelaufen ist, sollten wir nicht zu streng mit ihm sein? Ich glaube, das ist nicht der Grund, warum das Burmy verschwunden ist. Das ist also nicht gesehen. Danke trotzdem. Great. Du nochmal irgendwas. Pass den Ball. Oder auch nicht. Das verschwundene Burmy. Aber Burmy ist verschwunden, hast du es vielleicht gesehen? Ich habe gesehen, wie ein Pokémon in Richtung des Cafés geflitzt ist. Von der Größe her hätte es ein Burmy sein können, aber irgendwas an ihm war sehr komisch, okay? Der Ball. Aus irgendeinem Grund haben die Burmy panische Angst vor dem Ball. Weißt du warum? Ehrlich gesagt, gestern Abend habe ich versehentlich eins von ihm mit einem Ball getroffen. Dadurch wurde sein Umhang zerstört. Verstehe, das erklärt ihre Angst natürlich. Danke, dass du so ehrlich zu mir warst. Okay, noch nicht so ganz sicher, wo das hinführen soll mit dem, aber hey. Gut. Irgendwelche Bäume, die wir... Du stehst ja natürlich genau vor dem Baum noch. Ja, was los? Here, Tim. How about you try your luck? Ha! What's it gonna be? Heads or tails? Hier kommen jetzt wirklich hier unten die Auswahl. Kopf. Oh, well, that's just bad luck. You guessed wrong. Okay. Du, irgendwas. Ja, bitte? Das war schon eine Burmy. Haben Sie irgendwo eins gesehen? Früher wimmelte es immer nur von Ihnen. Heute sind Sie nur noch beim Brunnen. Okay, also hier nicht, aber der Kollege hat doch gesagt, dass er dahin gerannt sei. Ich schüttel trotzdem einfach mal an jeden Baum. Der ich hier schütteln darf. Das ist ein dickerer Baum. Ah, hier weiter komme ich nicht. Hey! We found it. It's Burmy. Are you sure? Yeah. But this one looks a little bit different from the ones we just saw. Hey, can we talk to you for a sec? Don't get close to Burmy. Why? What in the world are you talking about? Are you its guardians? We're not trying to eat it or anything. We happen to be looking for something and we just want to talk to it. My questions have to be answered by you? I heard of being protective, but yeesh. Oh well. Wurma! Warum auch immer zu Boden gesprungen bist. So, die Halskette. Beim Baum nähe Brunnen gab's Rauferei. Dabei ist die Halskette abhanden gekommen. Wisst ihr was darüber? Ihr habt also weder noch von der Rauferei gehört, noch die Kette gesehen. Klare Sache, wenn ihr nicht dort wart, könnt ihr auch nichts gesehen haben. Das verschwundene Burmy. Eines der Burmy vom Springboden ist verschwunden. Ist es vielleicht dieses hier? Wie? Natürlich sehe ich, dass dieses Burmy einen Lumpenumhang trägt. Und ja, ich weiß auch, dass die Burmy beim Brunnen alle einen Pflanzenumhang tragen. Aber Burmy bleibt Burmy. Aha. Burmy Racist hier. Dieses Burmy hat also ganz sicher nichts mit dem Vorfall zu tun, dem wir suchen und untersuchen. Na, wenn ihr euch also sicher seid, macht es euch ja bestimmt ja auch nichts aus, wenn ich ihm ein paar Fragen stelle. Ohne Beweise, dass es mit diesem Vorfall zu... dass es was mit dem Vorfall zu tun hat, lasst ihr also mich nicht mit ihm reden. Dieses Gespräch dreht sich im Kreis. Gehen wir. Ja, irgendwie. Hey, Tim. Yes. Wir haben ganz schön empfindlich reagiert. Irgendwas ist davon, so viel steht fest. Und es hat eindeutig mit dem Burmy im Lumpenumhang zu tun. Es muss doch einen Weg geben, um direkt mit dem Burmy zu sprechen. Den gibt es. Wir müssen uns nur einen Beweis finden, dass die Burmy damit zufriedenstellt. Also keine Möglichkeit verschützen, lass uns Informationen über Burmy einholen. Smurr.
So, weißt du irgendwas über die Bäume hier im Park? Was sagst du da? Bäume riechen säuerlich erdig und ihr Geruch ändert sich je nachdem, was für einen Umhang sie tragen? Aha. Hilft uns das ansatzweise schon weiter? So, möchte ich etwas bestellen? Mehr Kaffee? Nee, erstmal wissen Sie irgendwas über die Burmy. Sie halten sich immer im Brunnenbereich auf, aber sonst weiß ich auch nicht viel über sie. Eigentlich mag ich Käfer-Pokémon nicht besonders, aber Burmy finde ich niedlich. So, nochmal ein Kaffee. Der Kaffee war ziemlich gut. Pikachu scheint es auch geschmeckt zu haben. Dem Pikachu? Schon gut, nicht so wichtig. Hat die eigentlich schon erwähnt, dass sie ihr. Dass, wie sehr mir ihr Laden gefällt? Okay, war jetzt nicht so darauf vorbereitet. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwas schon Neues damit bekommen? Okay, hier ist irgendwo der Punkt. Burma. Genau, Burma. Okay, die beiden Punkte, die wir haben, sind die gleichen wie vorhin. Hast du irgendwas zu erzählen? Das Burma hier im Park. Weißt du irgendwas über die Burma hier im Park? Das weiß nichts. Es sagt, die Burma hier gehen eben am Bürzel vorbei. Okay, ich gehe davon aus, dass der andere mir auch nicht weiterhilft, aber probieren kann man natürlich trotzdem. Weißt du irgendwas über die Burmy hier? Ach, die Burmy, wir haben also einen Narren an den Burmy gefressen? Einen Narren an den Burmy gefressen. Okay. Möchte helfen, Burmy. Wissen Sie über Burmy? Burmy entwickelt sich zu Burmadem, aber weiß ich auch jedes Kind. Hey, hey, hey. Ja, ja, ja. Kann ich helfen, Burmy? Über die hiesigen Burmy weiß ich leider nicht sehr viel, aber grundsätzlich gibt es wohl verschiedene Sorten. Ich glaube, es sind drei. Und sind. Welche unterscheiden sich? Ich glaube, die haben unterschiedliche Formen. Aber frag doch mal den älteren Herrn dort drüben. Ja, falls man es noch nicht verstanden hat. Achso, muss nochmal einmal B drücken. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. Okay, Burmy Man, erzähl mir mal. Burmy, wissen Sie? Hehe, fragen Sie den Richtigen. Als Kind wollte ich immer ein Pokémon-Professor werden. Ich kann jede Menge über Burmy erzählen. Bist du bereit? Ich bin ganz ohren. Burmy stehen ihre Umhänge aus Stellen, aus Materialien her, die sie in ihrer Umgebung finden. Je nachdem, was sie verwenden, wird daraus eine von den drei verschiedenen Umhängen. Ein Pflanzenumhang, ein Sandumhang oder ein Nuppenumhang. Jop. Jop. Okay, wir können alle drei Umhänge befragen. Was besteht, woraus besteht ein Pflanzenumhang? Aus Blättern und Gras. Diese Form von Burmy trifft man daher auch hier im Park an. Sand. Auch Sand und Erde. Burmy mit dieser Form sieht man oft in Höhlen. Lumpenumhang. Aus Müll. Burmy, die mitten in der Stadt leben, nehmen oft diese Form an. Okay. Yes. Wenn das so ist, bedeutet das. Hörst du. Hey Tim, erinnerst du dich an den kurz angebundenen Kerl beim Springbrunnen? Frag ihn, wann er seinen Stift verloren hat. Warum das denn auf einmal? Einfach auf zum Typ beim Springbrunnen. Okay. Genau. No, nicht du. Du kannst mir eh nicht weiterhelfen. Wisst ihr was? Ich bin ziemlich beschäftigt. Wann ungefähr haben Sie Ihren Schiff verloren? Wann ich ihn verloren habe? Seltsame Frage. Gestern Abend irgendwann. Ich war hier und habe so etwas Notizen gemacht. Dabei muss runtergefallen sein. Wieso? Hast du etwa eine Spur? Nein, noch nicht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und nochmal die Burmy. Wissen Sie was über die Burmy? Nein, nichts. Ich bin gerade echt beschäftigt. The missing pen. And the busted cloak. What are you thinking, Pikachu? Wait, hold on. Bolt of brilliance! The missing pen. We will find it in Burmy's cloak. Wie meinst du das? Wir wissen inzwischen, dass Burmy ihre Umhänge aus Materialien basteln, die sie in ihren unmittelbaren Umgebungen finden. Genau. Was, wenn der Stift nun in Reichweite eines Burmys lag, dass sich einen neuen Umhang machen wollte? Das müssen wir überprüfen. Hier mal wieder. Hi. Yes, we're back. I'm sorry. But can we investigate your cloaks? Burmy! What did they say, Pikachu? They said no way they get ticklish. Watch out! Ugh.
You okay? Are they hurt? Sorry. Be more careful, okay? Okay. Hey, check it out. Looks like my prediction was right on. That's great. What about the necklace? Slow down. I'm getting to that. A genius cannot be rushed. Ah, hat man schon immer mal Burmese ohne den Umhang gesehen? Interessant, die waren auf einmal bei weitem kleiner. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Halskette im Umhang eines Burmese befindet. Genau wie bei diesem Stift es der Fall war. Aber dann hätte sie doch gerade eben zum Vorschein kommen müssen. Nicht unbedingt. Das hier sind immerhin nicht die einzigen Burmese im Park. Willst du damit auf die Birne mit dem Lumpenumhang anspielen? Aber angeblich hat es sicher mit der Sache nichts zu tun, weil es einen anderen Umhang hat. Ja, ich denke, da gibt es einen Trick. Vielleicht sollten wir uns mit jemandem unterhalten, der sich mit Müll auskennt? Wer könnte das wohl sein? Hier muss es doch jemanden geben, der sich mit der Müllentsorgung zuständig ist. Ja. Kann ich dir helfen? Können Sie mir etwas über die Birne erzählen? Bäume, in denen Birne wohnen, verlieren ungewöhnlich viele Blätter. Wo wir davon sprechen, mir ist etwas aufgefallen. Erzähl doch mal. Was ist denn genau aufgefallen? Ich weiß, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber der Müll ist verschwunden. Der Mülleimer neben dem Baum, in dem sich die Bami eingenistet haben, ist umgefallen, aber von seinem Inhalt fehlt jede Spur. Ja, okay, weil wir die Hälfte davon eingesammelt haben. Wo wissen Sie das? Naja, als ich am Morgen hineingeschaut habe, war der Müll ziemlich voll. Aber obwohl er später umgefallen ist, lag kaum Müll auf dem Boden. Hat ihn da jemand aufgehoben? Das glaube ich nicht. Der Mülleimer fiel um, während die Rauferei passiert ist. Niemand hätte es gewagt, sich da einzumischen, um Müll zu beseitigen. Außer wir. Okay. Das war ein ziemlich oder ein entscheidender Hinweis. Wir können das nun mit den Umhängen der Birmi in Verbindung stellen. Warum trägt Birmi einen Lumpenumhang? Okay, das leuchtet jetzt hier unten weiterhin auf, also. Oder auch nicht mehr, great, wir gehen trotzdem mal ganz kurz hin. Warum trägt Burmy einen Lumpenumhang? Alright, another theory. It was a plant cloak Burmy. And it got all caught up in Napalm's fight, which caused its cloak to break. So here's a question for you. What evidence points to that? Warum trägt es einen Lumpenumhang? Im Endeffekt, weil halt Schmutz gesammelt hat. So that's what you think, huh? Now we need a reason it became a trash cloak Burmy. And did you notice anything strange that happened near the spot where the plant cloak Burmy were? Welchen Aussagen deuten auf einen Lumpenumhang hin? Weil sie das gesagt hatte. No, that's not right. Warum trägt es einen Lumpenumhang? Weil es die verloren hat. Okay, ich hatte einfach nur den ersten verstanden. You're right. Now, let's head to the place with the Wormadam. Der Müll ist im Weg. Sein Umhang wurde zerstört, also fertigt es einen neuen aus Müll an. Hey there, you got a sec? Would you mind if we took a look at your cloak? We think the necklace we're looking for must have gotten mixed up in Burmy's cloak. It's not in the cloaks of the other Burmy, which means it can only be in this one. Self-destruct. Come on, why are you so overprotective? Will you let us look if we show you some proof of a Burmese cloak changing from plant cloak to trash cloak? That's good. Tim, do you have some proof? Yeah. So, womit lässt sich beweisen, dass Birmi einen Farmwechsel durchgeführt hat? Wegen den, kann ich es mal ganz kurz zeigen, wegen den Blättern. Mhm, that's right. This is what happened. The Burmese cloak got caught in the fight between Murkrow and Napalm and broke. These leaves are from that cloak.
But that's not all. Listen up. Burmy got flustered, and so it decided to make a new cloak out of nearby trash. Burmy! Burmy! Burmy me me! Burma? Thank you for your understanding. Now, I'll make this quick. Steckt denn da aus ihm raus? Das ganz offensichtliche da. Ja. Das ist, ach so, das ist nicht. The necklace. Yep. Let's go deliver it. Yeah. And that problem is solved. Yeah, I guess. Griffe lag bewusstlos bei einem Baum, Halskette war nicht da. Mit ihm stand die schwarze Feder, die stammte von Kamux, aber die Halskette hatte es nicht. Mord des Geschehens war wohl ein Bummy. Here. Thank you. You're welcome. Thank you, sir. Magnus. Pikachu. You're really nice. It was nothing. Yeah, because I did all the work. Well, Pikachu helped a lot, too. He seems like a great partner, and his hat's really cute. Well, I guess I should get going. Okay. What are you doing? Invite her out to tea or something. What are you talking about? Well, anyway. You're going to the Baker Detective Agency, right? How did you know that? You don't get it, do you? I'm your father's, Detective Harry Goodman's partner. Currently, I'm working out of the Baker Detective Agency where we used to consult. Yeah? My dad's Pikachu. Is that really you? What do you mean, is that really me? Sorry. But last time I saw you, you seemed cuter and a bit more docile. Oh. You say I used to be cute, huh? Unfortunately, I lost my memory. What? You've got amnesia? But you said you remember my dad. Well, it's not like I really remember him. I just figured it out from the other conversations. Hey, isn't your appointment at 3? Let's go. Fletch! Here we are. The offices are up on the second floor. When you meet with Baker, you probably shouldn't let him know you can talk to me. Of course I won't. Nobody would believe it anyway. Good. You're very smart. Thank you, Fletchling. I'm back. This is Tim. Ooh, cookies. Hi, Pikachu. Lunch isn't ready yet. Good afternoon. Hello. Can I help you with something? Yeah. Amanda! Is that Tim? Yes. You're Mr. Baker, right? Oh, you must be Harry's son. I'm Amanda. It's nice to meet you. I'm Tim. Nice to meet you. I've heard so much about you. It feels like we've already met. And you look just like your dad. Hey! Pikachu, you're eating all of the sweets for the clients again! What's the problem? I need it more than them. My brain could really use a sugar boost. Hey! My ears again! What are you doing? That hurts! Come on, let me go! You're hurting me! So, my dad had an accident while he was on a case investigating a Pokemon. Yes. And only Pikachu was left at the scene. It's been 2 months and, well, we still have no idea where your father is. But aren't the police investigating? Why hasn't there been any progress so far? Well, there is an investigation and a very reliable inspector is on the case. But even so, we still don't know anything. Tim, this is just between us. There are some suspicious things going on. They need to be investigated carefully. So please understand this may take a while. I'm gonna look for him too. That's the reason I came here. Not a good idea. I understand how you feel, but it's too dangerous for you. But sir,
Look, when there's any progress, I will let you know. In the meantime, don't do anything dangerous. I mean it. Your father would never forgive me, you know? I understand. Das Spiel hat hier noch ein bisschen Probleme, muss ich erstmal fangen. Okay, wir haben damit den ersten Fall, wenn man es so nennen darf, abgeschlossen. Wir haben nochmal so ein bisschen hier miterlebt, das was wir am Anfang von Pikachu gesehen hatten. Man hatte erst gedacht, das wäre vielleicht sowas wie eine Zukunftsvision, aber nope, das war also die Vergangenheit, alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt hier einfach mal zum Ende. Das Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so 12 bis 14 Stunden lang, also schon ein bisschen. Und wenn wir sehen, wie lange wir jetzt hier für diesen ersten Teil gebraucht haben, dazu geben wir auch nur mit Tutorial und so weiter verbunden war, da wird also noch ein bisschen was kommen. Also, was ich bisher sehe, ist durchaus cool. Wie gesagt, das funktioniert natürlich mit meinem, nennen wir es mal 3DS, jetzt noch nicht so hundertprozentig perfekt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich spielbar. Also, lasst mich wissen, wollt ihr davon mehr sehen? Dann können wir das gerne gemeinsam weiterspielen. Aber für heute danke ich mir fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.